Wenn ich denen auch so viele Möglichkeiten gebe, sich im Dunkeln zu verstecken, ist das meine eigene Schuld. Station 12, bitte kommen. Station 12, seid ihr da? Nicht mehr viele. Hier ist Station 8. Station 12 soll tot sein. Punktgenaue Angriffe auf alle Routenstationen. Achtung, der Ordnungsschutz greift unterirdische Stationen an. Es kommen schon Flüchtlinge von 9 und Umgebung hier an. Wir sollen... Shit. Station 8, hört ihr mich? Station 8, ist da jemand? Nicht mehr. Es wurden Mannschnitter gesichtet. Ich wiederhole, sie schicken Mannschnitter hier runter. Mannschnitter? Achtung Anwohner. Aufstandscode in Kraft. Code. Abschirmen. Ruhig stellen. Code. Druck. Hallo? Was war das denn? Hä? Ich hab eine Pistole. Achso! Okay, das war jetzt. Das war jetzt nicht so gewollt. Ich wollte da nicht runterfallen eigentlich. Ja, ich weiß, eigentlich kann ich mir sparen. Das ist ein Wort. Achtung, Anwohner! Aufstandscode ist abgetreten. Das hier einfügen. Da ist auch nichts. Da bin ich nicht rein. Da sind aber mehrere. Heißt, ich werde mal die Brechstange ausrüsten, damit ich direkt draufschlagen kann. Denn hier muss ich. Ich darf wohl keine Munition verschwenden, um mal eventuell meine Stellung zu verraten. In einem geraden Tunnelsystem kann ich mich ja überall verstecken. Hier drüben! Oh, hier. Weiter so, Freund. Die Station ist verloren, aber es gibt noch mehr. Ich bleib hier, falls andere durchkommen. Die Verbindung muss weiterlaufen. Okay, dann viel Spaß hier in der... Röhre. Ja, und ja, schauen wir mal, dass du nicht so aus der Röhre guckst. Jo. Jetzt durchstellen. Immer noch eine 647 gegenüber Lokalortung. Was eine gute Entscheidung war? Ich glaube, nur wenn ich auch jemanden getötet hätte. Dadurch, dass ich jetzt die nur aufmerksam gemacht habe, war diese Entscheidung wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Dann gehen wir mal hier weiter. Aber jetzt wissen sie zumindest, wo ich herkomme, ne? Wollen es uns ja nicht zu schwer machen. Einfach. Na klar, schmeiß da ein paar Branddinger rein. Natürlich. Bleibe ich jetzt aber erstmal hier unten. War knapp. Das war knapp. Ein Glück, dass die immer ein bisschen was an Essen, Trinken, Erste Hilfe, Munition immer mitbringen. Kann euer lieber Sam nämlich dann ganz gut überleben. Wie ihr ja seht, er stellt sich nicht so besonders schlau an. Meine Güte, ich habe aber auch ein Aiming.
Aiming und Auffassung gerade. Alles nicht so. Nicht so der Burner. Gut. Vor allen Dingen, ich habe immer so dieses Gefühl, ich müsste mich überall umgucken. Dadurch gucke ich mich immer zu sehr und zu genau um, so auf Kleinigkeiten und übersehe, dass ich hier vieles mir ersparen kann, wenn ich einfach die Brandfässer in Brand stecke. Brandfässer in Brand stecken, das war jetzt schwer. Die Kombination der beiden Worte in Einklang zu bringen. Ich habe echt ein Aiming, das ist so miserabel. Das ist so miserabel. Och, warte mal, jetzt sag nicht. Ja, hätte ich wahrscheinlich, ne? Das hätte mir viel erspart. Oh Mann. Verstärkungsteam Crew 3, geh zum Waffenträger. Eindämmung nicht möglich. Wie ich vorhin sagte, ne? Ich achte auf so viele Sachen, dass ich das Wesentliche für das Spiel total aus den Augen verliere. Okay, wo kommen wir schon noch weiter? Ach so. Schubs. Oh, keine. Warte mal. Nee. Komm her. Hier ist man geschlittert. Okay, das ist fies. Nein. Das mache ich mir einfach. Diesmal nutze ich die. Komm her. Hallo. Alle erledigt? Lokaler Unruheherd entdeckt. Na fast. Sammeln, kontrollieren. Fast alle. Aber hier gibt's neues Leben für euren Sammy. Und da gibt's auch noch Power. Achtung Anwohner. Aufstandscode in Kraft getreten. Code, Impfen. Na? Wieder einer mit Brandfässern. Code, Druck, Schwert, sterilisieren. Ich höre sie hier schon wieder rumlaufen. Und rumfunken. Achtung. Hinweise auf Staatsopposition in der Gegend. Diesmal achte ich aber auf Brandfässer. Mal will ich die Brandfässer nutzen. Und jetzt stehen hier bestimmt keine rum. Nö, die fliegen mir nur entgegen. Liegen mir nur entgegen, die Brandfässer. Warum stehen die? Ist geholfen? Unbedingt. Nö, das hilft wirklich. Guck mal. Kamen die einzeln hier rein. So, dieses Schwimmen an der Oberfläche ist ein bisschen tricky. Und wenn ich die Leertaste benutze, dann gibt es immer diesen komischen Wubbeleffekt hier, dieses Hops. Muss also so nach oben gucken. Dass ich das dann auch schaffe. Und hops.
natürlich. Natürlich. So. Von oben wieder Gegner. Bestimmt. Ja, wenn ich mich nicht bewege, dann gehe ich unter. Also leicht links, rechts. Okay, das ist auch so eine Sache, die muss ich erst lernen. Ah, wie schön, dass wir hier so eine Art Tutorial-Part haben. Also wo die Gegner jetzt nicht ganz so stark sind. Nee. Diesmal bleibe ich nicht auf offenem Feld stehen. Ich denke mal, mit zwei gezielten Headschützen, Schüssen. Hätte ich das auch geschafft. Hätte ich nicht so viel Munition verbraten wie da jetzt. Egal. So. Ja. Hauen. Da wäre fast der Heli gelandet. Glaube mal, der wäre da gelandet, hätte ich mich gezeigt. Oh. Hat Stille. Kein Heli-Geräusch, kein nichts. Da hier. Eine Dose. Ich biete ein Freundschaftsgetränk an. Ich komme in Frieden. Nein? Okay. Dann. Ah, nö, ist klar. Ist klar. Natürlich. Natürlich. Ich habe doch noch keine... Wie soll ich denn gegen dieses Monster ankommen? Andere Mal schon erzählt, ne? Ich habe nur das Gefühl, ich übersehe zu viel. Aber in erster Linie muss ich überleben. Rein damit. Kriege ich noch ein weiteres Sprengfass für hier oben? Nee, aber jede Menge Stuff, den ich brauchen kann. Muss ich hier mit einer Leiche schwimmen? Hallo Leiche, schwimm mal in die andere Richtung. Ist nicht so. Mir geht's nicht so gut. Gar nicht, dass ich das Gesundheitspack auch mitnehmen kann. Ist ja ein nettes Gimmick. Gimmick.
Okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht alle killen müssen. Einer hätte gereicht, dann wäre ich durchgekommen. Ne? Egal. Ja. Ich weiß, du bist ein bisschen böse auf mich. Warum sind die alles verbrutzelt hier? Dann gibt es hier noch genug Flammenfässer. Kann ja nicht sein. So schlimm kann das hier nicht sein. Natürlich. Na, ganz klar. Camper. Ah, klar, aua. Na, war doch nicht so. Also nicht nur Camper, der hat sich auch bewegt, sagen wir mal so. Die Katakomben des Schreckens. Schön an die Seite stellen. Ach so, lass mal gucken, haben wir da noch was? Nö. So. Okay, die Dinger stützen die Decke ab. Was sollten wir also angehen? So ein Gefühl, als wenn uns die Decke einstürzt. Komm rein hier schneller. Der Ordnungsschutz ist an uns dran. Wir machen die Route dicht, verwischen Spuren. Du bist wohl der Letzte, der durchkommt. Sei froh, dass sie nicht nach dir suchen. Der arme Kerl hat keine Chance. Man hat wohl den ganzen Ordnungsschutz von City 17 gerufen. Sie bevölkern jetzt den Bereich mit Mannschnittern. Geh besser weiter, bevor sie hier vorbeischauen. Ja, ich würde aber erst gerne da oben dran. Ich habe etwas Nachschub für dich. Aber dann musst du unbedingt weiter. Ich habe schon mich bedient. Danke dir. Okay, war jetzt ein bisschen fies, ne? Der hat gesagt, er hat mir oben ein bisschen Nachschub. Währenddessen war ich schon gemein am Sammeln. Okay. Aber jetzt wissen wir zumindest, was die Mannschnitter sind. So fliegende Sägen. Moment, wir müssen dem Kollegen nach. Dem müssen wir doch bestimmt wieder helfen, oder? Hallo.